Ich bin Bettina Geithner und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Alle meine Interviews handeln ja vom Bewusstsein und so auch heute. Heute geht es um Bewusstheit und Bewusstsein und Freiheit. Also genauer, wie du mit einem höheren Bewusstsein mehr Freiheit in dein Leben bringst. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Und heute spreche ich ja mit Christian Dumann-Hafner, einem wunderbaren Bewusstseinslehrer und ich sag mal Energielehrer. Also einem, der seit vielen, vielen Jahrzehnten sich mit dem Thema Bewusstsein beschäftigt und auch viele Leute coacht, darüber, wie wir mehr Freiheit in unser Leben bringen können und dann auch eigentlich der sein können oder die sein können, die wir wirklich sind. Ich freue mich sehr, wenn du mich abonnierst. Dazu musst du die Abo-Glocke drücken und ich freue mich auch sehr, wenn du das Interview kommentierst. Das dient der ganzen Sache, weil dann werden die Interviews von YouTube mehr geteilt. Damit hilfst du mir und natürlich auch dem kollektiven Bewusstsein. Lieber Christian, ich freue mich sehr, dass du jetzt hier bei mir in München bist. Toll, freue mich sehr. Hallo Bettina, freut mich auch mega und Bewusstsein hast du schon angekündigt, das ist ein riesengroßes Thema. Genau, ist auch dein Thema. Genau. Die erste Frage, die ich jetzt schon mal habe, bevor wir jetzt gleich zur Umsetzung der Freiheit kommen, ist, woran liegt es denn, dass manche Menschen, also ich nehme mich gar nicht aus, manchmal komme ich auch wieder raus aus meiner Bewusstheit, aber oder aus der Bewusstheit, woran liegt es, dass manche Menschen einfach nicht bewusst werden wollen. Das ist sehr spannend, weil die meisten Menschen, die unbewusst bleiben, sind sogar sehr bewusst, aber sie denken, dass sie unbewusst sind. Das heißt, sie leben in dieser Menschlichkeit so tief verankert, dass sie die so schön finden, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, sich scheinbar bewusster zu machen oder besser bewusster zu machen. Und dadurch ist natürlich die Bewusstheit von denen sehr hoch. Zugleich aber für die Bewusstseinserweiterung, in der sich die man ja jeden Tag selbst machen kann, sieht es aus, wie wenn sie keine machen würden. Das heißt, diese Menschlichkeit ist für die so spannend, dass sie die komplett ausleben und gar nicht mehr darüber nachdenken, irgendwas zu erweitern, weil sie die komplett schon ausfüllen. Ich verstehe. Und das Menschliche finde ich jetzt zum Beispiel oft auch sehr gut. Zum Beispiel beim Essen, da schmeckt es mir, das finde ich super. Oder was man halt so erleben kann als Mensch. Die andere Frage ist aber, dass natürlich, ich sage jetzt mal, diese Unbewusstheit auch in gesellschaftliche Zwänge bringt. Wenn ich jetzt zum Beispiel dazugehören will, dann lebe ich so wie die anderen. Meine Nachbarn, meine Familie, vor allem die Herkunftsfamilie, macht dann die gleiche Arbeit, die mein Vater gemacht hat und so weiter. Also dieses Leben in Unbewusstheit, es ist auch kann auch ein Leidensdruck sein. Ich kann mich dann auch gar nicht selbst verwirklichen, weil viele Menschen wollen ja eigentlich ihre Berufung leben, die meisten ja jetzt, so nach Corona, aber sie können das gar nicht, weil sie gar nicht merken, dass sie so gefangen sind in ihren Glaubenssätzen. Wie kann man denn sich von diesen, wie soll ich sagen, von diesen alten Mustern, Glaubenssätzen befreien? Also wie geht es? Wie machst du das in deiner Arbeit jetzt mit deinen Kursen und Seminaren? Wie lernt man das bei dir zum Beispiel? Also so, dass man erstmal überhaupt verstehen muss, dass man ja in diesem Menschspiel ist und dass man dort wieder das erkennt, dass das ja dieses Bewusstsein, das Menschspiel, wie du schon sagtest, ganz viele Angebote hat, die man dann sich festhält oder sogar so festhält, dass man sagt, man kann sich gar nicht verändern. Und wenn man erstmal versteht, dass man dieses Menschsein als Bewusstsein so lebt, dann kann man sich's ändern. Das heißt, dann muss ich erstmal gar nichts tun, dann darf ich erstmal sein. Was heißt sein? Sein heißt, dass ich erkenne, dass egal welche Emotion, welches Bewusstsein ich gerade lebe, erstmal nur beobachte. Das heißt, wenn ich jetzt morgen aufstehen würde und sagen, ich stehe jetzt auf und dann sitze ich da und tue erstmal gar nichts und gucke, ob ich lebendig bin, was für Gedanken kommen und lasse sie einfach mal fließen in der Form, dass ich sage, okay, das ist der Bewusstseinsstand, den ich jetzt habe, deswegen laufen diese Gedanken gerade ab. Oder stehe ich mit einem Lächeln oder nicht Lächeln auf? Das ist komplett unwichtig, weil in dem Augenblick bin ich ja neutral und lasse einfach mal zu, was ich jetzt machen würde, wenn ich jetzt ganz ich selbst bin.
Und dann plötzlich merkt man, oh, ich würde gar nicht lächeln. Aber ich habe gewohnt, erstmal mit dem Lächeln aufzustehen. Das heißt, wir sind schon so konditioniert worden, dass wir gar nicht mehr selbstständig aufstehen oder den Tag beginnen aus uns heraus. Und wenn man das anfängt, dann fängt man an, sein Bewusstsein zu verändern. Aber wenn ich aufwache in der Früh, dann denke ich als allererstes, was muss ich heute erledigen, wie schaffe ich das, was ziehe ich an, bin ich zu spät und so weiter und so fort. Oder ich möchte noch liegen bleiben und so. Heißt es, jetzt eine ganz praktische Frage, muss man sich am Abend schon vornehmen, in der Früh, wenn ich aufwache, dann werde ich bewusst aufwachen oder als Bewusstsein den Tag beginnen? Gar nicht. Genau das ist der Punkt. Wenn ich dann aufwache und merke, okay, ich merke die ganzen Termine, die ich jetzt habe, wie viel Uhr es ist, jetzt muss ich mich schnell beeilen. Erstmal, man braucht höchstens ein paar Sekunden, erstmal das nur angucken und wahrnehmen und sagen, okay, das ist jetzt das Außenspiel, die Außenwelt. In diesem menschlichen Bewusstsein bewege ich mich, aber das bin ich ja nicht selbst. Das ist ja nur das Spiel, was ich mitmache. Wie würde ich jetzt reagieren, wenn ich selbst bin? Mhm. Und dadurch verändert man das immer von Tag zu Tag anders, in der Form, dass man jedes Mal neu sich bemerkt und wahrnimmt und plötzlich merkt man, man braucht gar nicht mehr die Uhrzeit, man steht schon vorher auf oder man, wenn man in die Arbeit geht, hat man ganz anders wahrnehmen, man nimmt plötzlich die Menschen wieder in sich wahr, mhm. man nimmt auch das mhm. Selbstbewusstsein wahr, das heißt Selbstbewusstsein in der Form, dass man merkt, was man ist, mhm. was man wirklich ist mhm. in dem Augenblick, ist man wieder ein gelenktes Bewusstsein in dieser mhm. Menschheit oder fängt man an schon auszubrechen und der Form zu sagen, okay, das ist mein Bewusstsein, was ich denke mhm. oder was ich selbst gestalten möchte. Mhm. Es ist halt so, wenn wir jetzt das Thema Freiheit nehmen, was man ja bei dir auch in Kursen lernen kann, das Thema, wie man also durch Bewusstheit zu mehr Freiheit gelangt im Leben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Es gibt Gedanken, die sind so tief in mir verankert irgendwie, seit meiner Kindheit, sodass ich, gerade was jetzt zum Beispiel meinen Körper betrifft, weil ich habe immer viele Medikamente nehmen müssen, weil ich alle möglichen Sachen hatte, und da einfach dann loszulassen und zu sagen, ich vertraue jetzt mal. Mhm. Also wo, und dann halt zu wissen, das muss ich gar nicht mehr nehmen oder so. Und das schaffe ich dann nicht, weil das so tief verankert ist in mir, also diese Angst, die Kontrolle loszulassen oder die Angst, einfach mal das Leben laufen zu lassen. Andere Menschen haben das zum Beispiel, wenn sie sich selbstständig machen wollen. Die wollen jetzt, angenommen, sie wollen auch Coach werden oder sie wollen Heilpraktiker werden oder sie möchten ein Blumengeschäft aufmachen oder ein Café, waren aber vorher Steuerberater. So. Jetzt trauen sie sich's nicht, weil, nee, bleiben lieber bei einem Haufen Geld der Steuerberater jetzt mit einem Café, naja, ob das was wird und so. Aber wieso diese starken neuronalen Netzwerke oder Muster, die man halt hat, das finde ich ist das Wichtige. Was kann man da machen? Sag, gibt es da was? Da gibt es schon was. Ja. Einmal, dass man überhaupt sich wieder über den Körper bewusst wird, aber nicht in der Form, dass man nach Ernährung guckt oder dass welche Geschichte man hat oder welche, zum Beispiel, wie du sagst, dass du ganz viel genommen hast an Medikamenten. Ja. Sondern dass du erstmal wahrnimmst, hat der Körper eine Eigenresonanz. Was heißt Eigenresonanz? Kann ich selber mit meinem jetzt aktuellen Bewusstsein durch den Körper durchgehen und sagen, ich spüre ihn komplett? Oder spüre ich nur das, was ich gerade in dem Augenblick wahrnehmen möchte? Und wenn ich dann anfange, sage, okay, ich nehme den Körper immer mehr wahr, auf allen verschiedenen Ebenen, und gehe wirklich durch in der Form, dass ich sage, okay, heute betrachte ich ihn mal, wenn ich diese Medikamente oder Sachen nehme oder das Leben komplett ändere. Mhm. Wie fühle ich dann wirklich im Bewusstsein den Körper? Mhm. Und dann mache ich das Gleiche ohne und dann werde ich plötzlich merken, es ist genau identisch. Genau. Und dann wirst du merken, du kannst ganz leicht switchen, ohne dass du irgendwas Großes tun musst. Ja, genau. Mhm. Und irgendwann vertraust du dir und du kannst ja nur so nur dir selbst vertrauen, weil es die einzige Wahrheit ist. Ja. Und dann verändert sich's. Okay. Also die Erfahrung ist wichtig. Das heißt, ich muss die Erfahrung machen, da passiert nichts, gell? Genau. Also bei mir ist halt so, ich lerne nicht durch Bücher, ich muss eine Erfahrung machen, dann habe ich es gelernt. Kann es sein? Genau, durch die Erfahrung und vor allem durch die eigene, nicht die Außen, weil die Außenwelt sagt ganz viele Sachen, was sein müsste, was jetzt für Symptome kommen würde oder was rein theoretisch falsch ist und so. Und erwarten dann das auch, dass du das hast und dann machst du auch die Erwartung, sagst, okay, heute fühle ich mich nicht gut, weil ich das nicht genommen habe. Mhm. Also du gehst genau in das Angebotsspiel rein. Wenn du all das rausnimmst und sagst, okay, ich höre nur mal auf mich. Ja, genau. Mhm. Und das heißt aber nicht meditieren, sondern wirklich ganz bewusst wahrnehmen. Also das heißt, im vollen Blick, ob ich jetzt einen Kaffee trinke oder ob ich bewege, immer bewusst selbst mich erstmal wahrnehmen. Mhm. Ist es sowas wie Stimmigkeit, dass man nach seiner Stimmigkeit geht? So könnte man es auch nennen. Stimmigkeit in der Form, dass man sich wirklich in sich ausgleicht.
Okay. Und jetzt die andere Frage eben, wenn halt jetzt jemand sich einen anderen Berufszweig ergreifen möchte, was ja doch heute so größere Aktion ist, sage ich jetzt mal, das geht ja nicht so leicht. Und er vertraut irgendwie nicht, dass er das schafft, selbstständig durchzukommen. Also, wenn er vorher fest angestellt war, jetzt möchte er sich selbstständig machen. Also vorher Steuerberater, tolle Kanzlei, was ich, 10.000 Euro jeden Monat und jetzt ein Blumengeschäft oder ein Café. Da gibt es ganz einfach, das ist auch sehr einfach, wenn man versteht, dass das, was man bis jetzt erschaffen hat, ja wirklich ein erschafftes Sein ist. Also die 10.000 Euro, die man sich erschafft hat, jemand war, weil man das sich so bewusst gemacht hat. Das kann ich mit allem anderen auch, weil die Schwingung habe ich ja schon für diese Summe. Das heißt, wenn ich jetzt einen Blumenladen oder einen Kaffee aufmache und in dieser Bewusstheit bleibe, in dieser Schwingung, dann kann ich alles andere auch gleich machen oder sogar mehr machen. Klar, also sprich, ich habe den Erfolg gehabt, ich weiß, ich kann was, ich erinnere mich an meinen Erfolg als Steuerberater und dann kann ich das ummünzen, dass ich auch erfolgreich ein Blumengeschäft führe. Genau, aber dort vor allem nicht die Emotionen nehmen, das ist dieses Gefühl, dass man sich toll fand als Steuerberater, sondern was war der Reichtum dahinter? Also welche Energie hat mir diesen Reichtum selbst gezeigt? Und wenn ich mich darauf einlasse, dass ich ja immer der Reichtum bin und nur die Frequenzen ändere, das heißt die Wahrnehmung, wie ich Reichtum definiere, egal welchen Beruf ich mache, kann ich den so gut ausdehnen, dass ich dann in jedem Beruf reich werde oder erfolgreich bin. Ich verstehe, es geht um die Energie. Genau. Also die Energie vom Steuerberater nehme ich mit zum Blumengeschäft oder zum Café. Genau, die Reichtumsenergie, die wir dort für uns selbst entdeckt haben. Also wenn jetzt, sagen wir, jeden Monat Genau. 10.000 verdient, dann hat man irgendwann so ein Gefühl von Reichtum. Aber man sollte nicht das Reichtumsgefühl nehmen, das, was die anderen einem sagen, oh, du verdienst viel Geld, wow, du bist ja toll, sondern diesen Reichtumsenergie, die man selbst ist, also die Fülle, die man trägt in sich, dann wieder reinzubringen. Ich verstehe. Schau, und dann das andere ist, was halt immer auch ein Punkt ist, der von der Freiheit fernhält. Es ist, wenn man anders ist als die anderen. Also ich finde es immer interessant. Es gibt Künstler wie Picasso und man sagt, oh, er hat es geschafft. Oder die Schauspielerin, sie hat es geschafft. Ja, also Julia Roberts, Picasso. Das alle wollen sein wie Picasso oder Julia Roberts. Aber Julia Roberts, angenommen, sie war vorher Bedienung im Café, dann hat jeder gesagt, oh mein Gott, was ist das für eine? Oder Picasso, keiner wollte die Bilder von ihm, furchtbar. Und die Leute wollen da nicht ausbrechen und so leben wie Picasso noch nicht erkannt, sondern sie wollen zur Gemeinschaft dazugehören und sind dann Versicherungskauffrau oder Versicherungs, wie alle, halt Büroangestellt, einmal in Mallorca, einmal im Jahr nach Mallorca, in Urlaub, zwei Kinder, netter Mann, ein Leben lang und dann, das war's so. Na, und aber wenn ich jetzt ausbrechen würde und ganz anders wie die anderen wäre, die würden mich vielleicht ablehnen, die würden sagen, was ist denn das für eine Asoziale, die möchte Schauspielerin werden, das wird ja eh nichts und die bedient da jetzt irgendwie in einem Café oder so. Also man will immer, was ich sagen will, ist, dass dieser Zugehörigkeitszwang, das hat man ja in sich, ich will da dazugehören. Und man hat dann so viel Angst, dass die Leute einen ablehnen, ja. Das ist ja bei mir auch so. Ich möchte auch dazugehören, aber gleichzeitig weiß ich halt, wenn ich dazugehöre, dann kann ich mich nicht selber verwirklichen. Genau. Weil ich brauche, um mein eigenes Wesen zu verwirklichen, muss ich halt allein meinen Weg gehen. Das ist interessant, weil zum Beispiel interessiere ich mich für Medialität. Ich kenne viele und am Anfang beim ersten Interview dachte ich noch, das kannst du nicht veröffentlichen. Die Leute denken, du hast einen Vogel. Als ich mal mit der Barbara Hasselmann zur Medium berühmt Interview gemacht habe, dann dachte ich, na, das kannst du nicht machen. Und so. Und das ist interessant, aber jetzt ja immer mehr Leute interessieren sich jetzt dafür. Also das ist so komisch, aber dieses Dazugehören wollen und dann gleichzeitig aber seinen eigenen Weg gehen. Und dann praktisch diese Angst vor dem Alleinsein oder ausgestoßen werden von anderen. Wie kann man dann damit umgehen? Also das ist echt ein tolles Spiel, was die Welt momentan spielt. Es ist ganz viel bei uns so intensiv reingebracht worden, dass wir nur mit der Außenwelt überleben. Dass wir wirklich das Gefühl haben, die Außenwelt, wenn die uns bewertet oder beurteilt oder sagt, der ist gut oder die ist schlecht oder er ist schlecht oder wie auch immer, so dieses Gefühl, okay, da muss man sich verbessern, da muss man drin sein. Und dann hat man so ein Gefühl, dass man wirklich permanent in diesem Spiel drin ist. Das heißt, man wird selbstsüchtig nach dem Spiel zum Teil, dass man da so sich reinlässt. Um auszubrechen ist, dass man komplett diese Angebote lässt. Das heißt, was lasse ich wirklich? Ich lasse die Meinung der anderen keine Akzeptanz mehr, keinen Raum mehr und gucke, was ich selber für mich am meisten Freude habe zu tun. Also
Als wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt einen Kaffee aufmachen, würde ich mich voll auf den Kaffee stürzen, auf die Maschine, gar nicht jetzt auf die Menschen, die dort kommen. Und dann bin ich so drin, dass ich so viel Freude daran habe, dass die Menschen dann kommen und sagen, boah, da ist ein echt super Kaffee. Oder wenn ich jetzt, was ich, Genau. Ich Bewusstseinstrainer oder irgendwas, es verstehe. gibt ja ganz viele, die momentan da auf dem Markt sind, Die ja Coach werden wollen. genau, die Coach werden, dann würde es darum gehen, nicht die Menschen im Außen zu coachen, aber auch nicht sich selbst, sondern zu fragen, was ist eigentlich mein Weg? Was will ich denn wirklich haben? Will ich nur bekannt sein oder will ich mich selbst da verwirklichen? Und was ist verwirklichen? Das Beste aus sich rauszuholen und Spaß haben. Dann werden plötzlich ganz viele keine Coach mehr, weil sie dann plötzlich andere Dinge entdecken, wo sie wirklich nicht nach der Meinung von außen arbeiten, sondern wieder frei sind und sagen, ich mache das, was mir wirklich Freude macht. Genau. Das finde ich ist ein guter Wegweiser. Eben das, was einem wirklich Freude macht, das kann doch auch helfen. Also wenn man dem nachgeht, das kann auch helfen, dann einfach die Angst zu vergessen irgendwie. Also was uns halt noch festhält oder so. Weil das ist ja echt sehr individuell. Der eine zum Beispiel, der mag gern wandern draußen. Ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde nur innen schön. Ich mag alles innen. Kino innen und Café innen. Und ich finde draußen und Natur furchtbar. Das ist so leider bei mir. Aber für mich ist das das Schönste, wenn ich irgendwo in einem Café sitze und Zeitung lese. Ja, aber da den Weg dann zu gehen, dann merkt man auch, dass man die Ängste halt loslassen kann, wenn man der Freude folgt. Weil man macht es ja nicht um zu. Also meine Erfahrung ist, wenn ich um zu mache, wenn ich irgendwas mache, um etwas zu erreichen, ups, wenn ich irgendetwas mache, um etwas zu erreichen, das klappt nie. Genau, weil ja das um zu erreichen, ich mir so selber einen Druck mache, dass ich der Außenwelt so gut gefalle, dass ich sage, was muss ich noch an mir verändern? Genau. Vielleicht noch irgendwas Optisches oder vielleicht Genau. sogar noch bessere Wortwahl oder so. Ja. Aber ich würde es nicht schaffen, weil ich ja für die Außenwelt arbeiten, nicht für meine Freude. Das ist der Punkt. Mache ich es für die anderen oder mache ich es für mich? Genau. Kann man so sagen, oder? Ja. Und da ist auch wieder das Spannende, weil wir das Thema Freiheit noch mit Ja. drin haben, ist ja so, dass wir so konditioniert sind, dass wir gar nicht wissen, was Freiheit ist. Ja, eben. Wir Beschreib werden doch mal Freiheit in also, deinen Augen. Freiheit ist, wenn man für sich aus anfängt, nichts mehr zu glauben, was die Außenwelt sagt und auch nichts mehr wahrnimmt, was die Außenwelt betrifft. Das heißt, wahrnehmen, nicht mehr wahrnehmen heißt, dass ich gucke immer aus meiner wahrhaftigen Beobachtung. Das hört sich jetzt sehr schön in Worten gesagt, aber was ist es? Ich beobachte nicht mehr in der Form, dass ich eine Erwartung habe, was zu beobachten oder eine Erwartung habe von meinem eigenen Leben. Also wenn ich keine Erwartung über mein Leben mehr habe, fange ich an, frei zu werden, weil ich nicht mehr irgendwas hinterherlaufen muss oder scheinbar für die und die gut sein muss oder sogar für mich selber so gut sein muss, dass die Außenwelt wieder es sieht. Das heißt, ich gehe voll in die Freiheit, wenn ich das komplett lasse. Reden nur weiter, ist total schön. Und dadurch ändern wir und verstehen wir plötzlich uns selbst wieder und fangen dann echt frei zu werden. Ja, genau, weil das halt auch so satt macht irgendwie. Genau. Das macht, das befriedigt, das gibt so ein Glücksgefühl. Wenn man stimmig lebt, da braucht man nicht die Anerkennung von anderen. Erstens das und zweitens, wir fangen an, anders zu denken. Wir fangen nicht mehr an, in den Mustern zu denken wie die anderen. Man muss wirklich aus dem System der Muster rausgehen. Weil wir so viele Ideen haben durch die Außenwelt, dass wir gar nicht mehr wissen, was unsere eigene Idee ist. Ja, genau. Und auch selbst wenn man jetzt so einen ganz normalen Alltag nimmt, man steht auf und dann denkt man, okay, ich muss einen grünen Tee trinken, das ist gesund. Oder ich trinke einen Kaffee, das ist auch gesund oder ungesund, wer auch immer, Genau. welche Position. Dann der eine isst einen riesen Müsli-Schüssel, der andere einen riesen Obstsalat und der nächste isst dann seine Salami oder sonst was. Und jeder macht es, weil er vom Außen gelernt hat, das ist jetzt gut, so, das ist schön, das macht Spaß, das macht Freude, das ist lecker. Aber wenn wir das alles rausnehmen, was bleibt dann wirklich? Dann kann ich wieder auf meine Sinne voll konzentrieren und sagen, okay, wenn ich jetzt komplett frei bin, was würde ich jetzt wirklich authentisch für mich ausleben und essen? Und das waren die Genau, wenigsten. das machen die wenigsten. Gerade in dem Bereich, das ist ja ein Riesengeschäft auch. Genau. Und es ist immer interessant, ich sage immer so, es ist immer so im Frühling, jetzt bald, welche Sau wird durchs Dorf getrieben? Einmal Low Carb, dann Low Fat, dann glutenfrei, dann war es doch FDH, dann war, ja, und so weiter und so fort. Zeitessen. Und so weiter und so fort. Genau. Aber ich finde auch, was die Figur betrifft oder wie man aussehen muss, weil man Falten kriegt, weil man keine Falten kriegt, gibt es als Frau noch viel mehr.
was man da alles machen kann, so mit Fingernägel, aufgespritzte Lippen und so weiter. Oder Bleaching, was alles gibt. Das andere Thema ist aber noch, was auch, finde ich, die Freiheit einschränken kann, ist, wenn man jetzt in familiären Strukturen ist. Und da finde ich, ist, das braucht sehr viel Mut. Angenommen, man hat mit einem Partner eine Firma, 40 Jahre oder so, oder man hat einen Partner und hat nie gearbeitet. Und man hat 40 Jahre seinen Beruf nicht ausgeübt, war Ehefrau und jetzt plötzlich möchte ich mich trennen von dem. Ich habe einen jungen Latin-Lover kennengelernt, der kann mich jetzt nicht versorgen, aber ich will meinen Mann verlassen. Und ich habe noch nie gearbeitet, also zumindest 40 Jahre nicht. Und dann halt loszulassen und da dann die Freiheit zu erlangen. Oder andersrum wieder, angenommen, ich habe einen Mann und drei Kinder, aber es passt einfach nicht mehr. Und dann wegzugehen und zu wissen, ich bin dann wahrscheinlich allein erstmal mit drei Kindern und muss die versorgen. Das sind auch so heftige Themen. Und da ist halt nicht so einfach, finde ich, in Beziehungen Freiheit zu erlangen, ist nicht so einfach. Ja, einerseits ja und einerseits nein. Weil, wenn wir anfangen zu verstehen, wir haben uns das ja erschaffen, diese Familie, um die Lebenssituation, so wie sie ist, ob gut oder schlecht, wirklich zu sagen wir, erschaffen, nicht nur erschaffen, sondern wirklich gemeistert haben. Mhm. Das heißt, wir haben da so viel Potenzial reingebracht, dass wir jedes andere Leben jetzt auch leben könnten, sofort. Wenn wir uns erinnern, dass wir dieses Potenzial schon haben. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich lasse die Familie und sage, ich mache mich jetzt wirklich für mich in meine Autarkheit wieder präsent, dann werden die noch nicht mal leiden, weil sie plötzlich sehen, da ist eine riesen Power, die da entsteht und sehen, okay, sie müssen selbst auch in die Power gehen. Mhm. Und dadurch entstehen wieder ganz tolle Situationen. Kann man denn vertrauen, dass das Leben einem dann hilft irgendwie, Möglichkeiten zuspielt? Also das Leben ist ja immer positiv, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir das Leben sind. Also genau. Wir sind das eigene Leben und wir sind auch die Einzigen, die das Leben überhaupt leben können. Also jeder kann sein Leben nur für sich leben, das heißt, die anderen sind nur nette Add-ons, nenne ich. In dem Punkt fühle ich mich dir auch sehr nah, muss ich sagen, vom Typ her, weil wir beide ja eben auch so einen eigenen Weg gehen. Also ich merke schon, ich bin einfach eher ein Einzelgänger-Typ und ich würde sagen, du auch jetzt. Also du bist auch jemand, der seine eigenen Sachen macht und ich auch. Und das ist komisch, weil man ist dann nicht so wie die anderen, die immer 100 Leute um sich brauchen, brauche ich eben nicht. Aber gleichzeitig, wenn ich halt eigene Projekte entwickle und weitergehe, meinen Weg, und also um mich selber frei zu entwickeln, also meine Seele, mein Selbst, wie der Herr Tepperwein sagen wird, ich finde, manchmal denke ich mir, boah, ich muss alles allein machen, das ist so schwierig. Ja. Und da halt, wenn man dann seinen eigenen Weg geht, braucht man denn dann auch, oder gibt es dann Helfer? Also braucht man Leute auch ein bisschen, die einen bestärken, so ein Umfeld, gibt einem das Kraft, um wirklich seinen freien eigenen Weg zu gehen? Weil ganz allein schafft man es ja nicht als Mensch, oder? Weil wir sind ja schon Gemeinschaftswesen. Wir sind alles Gemeinschaftswesen, weil wir uns das auch antrainiert haben. Das heißt, wir schaffen es immer alleine. Aber was schön ist, wenn wir, wie so Add-ons, wirklich das ist ein spezielles Computerboard, aber trotzdem, die Menschen plötzlich, die mit ins Leben nehmen, sagen, okay, ich bin das Zentrum und was kann ich tun, um mich selber zu erinnern, was ich bin? Dann nehme ich die und die Menschen dort mit rein und habe den Genuss, dass die so viel Power haben und auch autark sind, dass die diese Autarkheit spiegeln können. Also spiegeln ist zwar nicht das richtige Wort, sondern es ist einfach ein Resonanz austauschen. Mhm. Und dadurch entsteht dann diese Freiheit auch wieder. Und was du gesagt hast, du bist ja auch, da sind wir ja wirklich sehr nah, ganz schön in dieser Freiheit drin. Aber man braucht nur diese Resonanz von außen, wenn man meint, man ist alleine. Sonst braucht man genau, der Gedanke, wieder die Bewusstheit. Genau. Und das wird uns oft dann gesagt, ja, es geht ja gar nicht alleine, es ist ja schwierig alleine. Aber im Endeffekt geht alles alleine, weil wir immer das Zentrum bleiben. Selbst wenn alle plötzlich weg sind, machen wir ja weiter. Ja, das stimmt. Man kann ja nicht zurück. Genau. Ich kann mich noch erinnern, dass früher immer alle gesagt haben, ohne Partner kann man nicht erleuchtet werden. Und ich dachte immer, oh, was mache ich jetzt? Das war schon ganz lang her. Und dann Eckhart Tolle ist ja auch allein. Es gibt ja viele. Das ist so ein Schmarrn, das kann man gar nicht sagen. Es ist immer das Individuelle, der eigene Weg. Genau. Wichtig ist, dass man immer erkennt, man ist, egal ob man in der Partnerschaft ist oder nicht, immer autark. Es gibt nie eine Verbundenheit, sondern es ist wirklich ein Zusammen, einen Lebensschritt zu machen oder gucken, was man sich in der Ebene geben kann. Aber man ist im Endeffekt immer allein.
Das finde ich auch wichtig, weil mein Problem zum Beispiel ist immer bei einer neuen Partnerschaft, ich habe immer Angst, mich zu sehr zu verbinden und zu verschmelzen, dass ich nicht mehr ich selber bin. Also sprich, mich abzugrenzen, weil ich dann natürlich gedanklich sehr bei der anderen Person bin. Ich tue dann alles für diesen Mann, ja. Und das ist so schlimm, das ist so eine schlimme Erfahrung dann, wenn es dann auseinandergeht, dann fällt man, weil man sich ja so fixiert hat auf den anderen, sodass es bei mir jedes Mal, wenn ich jetzt eine neue Partnerschaft habe, ist es gar nicht so einfach. Ich möchte einerseits meinen eigenen Weg weitergehen und gleichzeitig schon auch in Verbindung beim Partner sein, aber mich nicht aufgeben. Weißt du, wie ich meine? Also mich nicht aufgeben. Wie macht man das? Das ist auch ein großer Riesen, Freiheitsschritt. Riesen. Weil was man wirklich verstehen muss, wenn man sich auf eine Partnerschaft einlässt und auf einen Menschen und so sagt, da sind es viele Frequenzen, die man sehr gern mag oder sehr nahe sind, dann ist es ja, Liebe ist es ja nicht. Es ist ja, das sagen ganz viele, es ist tiefe Liebe oder es ist die Verliebtheit, es ist so toll und so. Im Endeffekt sind es nur viele Frequenzen, die sehr nahe sind und die man in dem Augenblick gerne auslebt. Wie lange man die auslebt, das kann man nicht sagen. Aber was bleibt, ist immer man selbst. Das heißt, man sollte sich nur so weit in die Frequenzen einlassen, wie weit man selber sagen kann, dass ich meine Autarkheit spüre. Und nie was tun für den Menschen, wo ich selber nicht tun würde. Also das heißt, wo meine Entwicklung gestoppt wird. Ich verstehe. Und dann kommt man da ganz leicht raus. Selbst wenn man in einer Beziehung schon ist oder dort hängt, wenn man sich nochmal daran erinnert, warum man sich verbunden hat oder warum man die Frequenzen hat, dann fängt man plötzlich an, sich umzudenken und sagen, wow, ich bin ja immer noch frei. Ich habe ja gar nichts verändert, ich habe gar nichts verloren. Ich habe nur vom Gedanken her und scheinbaren Emotionen mich mit dem verbunden, aber es sind ja gar keine da, es sind ja nur ganz viele Schwingungen, Frequenzen, die dann verbunden sind, aber die nichts verändern an meinem Autarksein. Genau, ich verstehe. Die geistige Arbeit ist einfach das Wichtigste. Also es ist halt, wie machst du das? Erzähl mal persönlich, weil bei mir ist es so, wenn halt irgendwie eine Situation ist, ich habe ja noch Trigger, du wahrscheinlich nicht mehr, ich habe noch Trigger, die was auslösen, dann ein Gedanke, so Glaubenssätze oder so Geschichten in meinem Kopf auslösen. Und dann muss ich mich halt immer, dann brauche ich viel Raum und dann muss ich mich hinsetzen und mir aufbröseln, was ist jetzt eigentlich los? Was glaube ich denn jetzt gerade wieder? Was macht es jetzt so schlimm? Was glaube ich? Ah, das glaube ich. Aber ich brauche da Zeit halt dafür. Das heißt, und deswegen lebe ich auch so, dass ich immer die Möglichkeit habe, wenn was kommt, dass ich es, also nach Möglichkeit würde ich es vorher schon abfangen. Aber wenn es schon fett geworden ist, dass ich die Möglichkeit habe, mich dem zu widmen. Ich muss die Möglichkeit haben, mich hinzusetzen und zu überlegen, was war jetzt los? Ah, ich brauche also XY. Ich kann ohne XY nicht leben. Ich brauche mehr so und so. Und das ist halt mein Weg jetzt der Bewusstheit, aber wie machst du das persönlich? Oder hast du das gar nicht mal, diese Trigger? Doch, ich habe es auch, weil ich ja die Menschlichkeit auch habe. Aber wie ich es mache, ist, ich weiß immer, dass es das Spiel ist oder das Angebot von außen. Selbst wenn ich mich wirklich darauf einlassen würde und sogar Emotionen von Schmerz oder Freude, weiß ich, es bin nicht ich, es ist nur wirklich das Spiel. Und dann, wenn ich das mir, ich mache mir das ja andauernd bewusst in der Hand, dass ich mich selbst immer wieder gesagt, okay, was für Spiele machst du? Wo bist du drin? Hast du Spaß oder nicht? Und sobald ich merke, okay, es macht keinen, dann bin ich schon wieder draußen. Das heißt, du spielst nur Spiele, die dir Freude machen. Genau. Das ist ja toll. Und natürlich, es gibt natürlich schon ein Spiel, wo ich dann mich auch darauf einlasse, wo ich sage, ich leite gerade kurz einen Schritt, aber sobald ich dann mich wieder bewusst darauf einlasse und sage, ach stimmt, das hast du so ein tolles Spiel zwar mitgemacht, aber du hast ja eigentlich vergessen, dass du ja die Freude sein möchtest oder die Freude spielen willst, dann bin ich schon wieder draußen, weil ich merke, es hat ja ein Angebot, das so gut gemacht, dass ich mich sogar so schön darauf eingelassen habe. Aber in der praktischen Umsetzung ist es nicht so leicht, das sage ich dir. Es steht und fällt alles mit der Bewusstheit und mit dem Genau. Bewusstsein. Und jetzt eben, was empfiehlst du? Wie kann man denn zu mehr Bewusstheit kommen? Also was machst du? Wie coachst du oder was bietest du an? Also ich mache die Menschen erst bewusst, dass sie nicht nur ein Bewusstsein sind, sondern ganz viel Bewusstsein sind. Und wir nur immer in jedem Augenblick ein anderes Bewusstsein leben. Das heißt, wir können uns nicht mehr festhalten, welches Bewusstsein wir leben. Und dadurch, wenn wir uns mal dann darauf einlassen, wird sich merken, wir sind andauernd in einem Wechsel. Und dann fangen wir an, auch uns zu bewegen. Das Ja, heißt, genau. wenn der Körper, wenn man nur den Körper nimmt, hat ja unendliche Bewusstseinsteilchen, ganz viele verschiedene Ebenen, die wir rein so praktisch gar nicht wahrnehmen,
wenn wir uns darauf einlassen, plötzlich merken wir es. Und genauso ist es mit dem scheinbar Mentalen, was wir denken. Wir denken, ist ja nur Information, was die Bewusstseinszeichen überall, also ich nenne sie Bewusstseinszeichen, weil wir so viel Bewusstsein haben, dass ich es einfach mal sage, dass es ganz viele Teilchen sind, die dann immer eine Information geben, wo sie gerade stehen. Mhm. Und wir denken, das ist gerade die Realität, die wir in dem Augenblick ausleben. Mhm. Und umso mehr wir dort in diese multidimensionale Sprache mit uns selbst gehen, verändert sich's. Ich verstehe. Deswegen ist es sehr spannend, wenn man sich darauf einlässt, weil dann ist man plötzlich ganz frei. Dann fängt man an, verschiedene Ebenen zu leben oder man merkt, okay, ich bin jetzt in der Situation, was würde ich, wenn ich selbst ein anderes Bewusstsein bin? Hm. Oder was würde mein Körper jetzt als Bewusstsein sagen? Oder was auch immer. Oder welche freien Bewusstseinszeichen bin ich, die jetzt mit mir kommunizieren? Was sind meine Gedanken? Sind die jetzt aus dem Ganzen, was wir sind? Oder sind sie einfach nur Gedanken, die ich von jemand außen bekomme, dem er dann sagt, das sind tolle Tipps, musst du alle machen. Ja, genau. Irgendeine Diät oder genau, so. Genau. Oder irgendwie, du so, also ich finde mal, du solltest so und so machen. Genau. Echt jetzt? Sollte ich? Genau. Oder du musst. Du musst und so. Ja, genau. Aber es gibt auch die eigenen solltest und musst. Ja, genau. Das ist eigentlich der größere Feind. Ich finde, der größere Feind ist gar nicht so im Außen. Der größere Feind sitzt in einem. Die eigenen, du sollst, du musst, das musst du schaffen und so weiter. Das ist eigentlich das Schwierigere. Das ist einerseits schwierig, andererseits ist es auch so, warum wollen wir es schaffen? Wollen wir wem gefallen? Wem will ich gefallen? Wenn ich mir selber gefallen will, dann bin ich dann nicht so im Trigger. Dann bin ich nicht das so, stimmt, genau. Dann bin ich nicht so in der Power und sage, ich muss das jetzt erreichen. Da muss ich es halt schaffen, genau. Für mich selber. Richtig. Bei mir ist es entspannt immer. Ja genau, dann bist du gleich so, wow, okay, kann man so lassen, passt schon alles. Genau. Wenn ich aber das Außen nehme, dann sage ich, oh, es muss das und das auf jeden Fall passieren, sonst sagt die Außenwelt, du schaffst es ja nicht, du bist ja nicht gut genug oder du hast kein hohes Bewusstsein. Ja, also man wird ja gleich so wieder bewertet. Aber im Endeffekt, wenn du selber drin bist, dann ist es ganz frei. Das ist so wunderbar. Lieber Roman, ich danke dir jetzt total für dieses schöne, wertvolle Interview. Das hat mir jetzt total viel geholfen, muss ich ja sagen, auf meinen eigenen spirituellen Weg. Gell? Danke dir sehr. Und du gibst ja auch Seminare. Genau. Das weiß ich, jetzt auch hier in Augsburg, glaube ich. Da geht es auch um das Thema Bewusstsein. Magst du mal erzählen, die nächsten Seminare, die du jetzt anbietest, um was geht es da? Also nächstes Seminar ist hier in Augsburg am 4.3. und da geht es um Bewusstsein, Freiheit. Was heißt das? Okay. Dass wir wirklich verstehen, dass der ganze Körper frei ist, jedes Bewusstsein, was wir haben, im Körper frei ist und wir dadurch auch die Außenwelt wieder frei machen. Mhm. Und jeder wird dann ganz tief bei sich ankommen, also tief sagt man ja immer so gern, aber im Endeffekt frei bei sich ankommen und wird vermerken, dass er eigentlich ganz vieles, was er bis jetzt immer so alles hatte, nicht mehr braucht und man muss nichts transformieren oder löschen oder sonst was. Man weiß, sobald man es nicht mehr braucht und man frei ist, ist es weg. Toll, wunderbar. Genau, also beim Seminar am 4.3. bei dir in Augsburg. Genau. Ja, toll. Also wir blenden hier deine Informationen auch ein, blende ich alles ein. Ich danke dir so sehr für dieses schöne, sehr freiheitsgebende Interview. Ja, vielen Dank dir. Mega schön. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe und wenn ich mit dir sprechen kann. Liebe Zuschauer, also jetzt haben wir ja ein Stück Freiheit vom Roman vermittelt bekommen, also beziehungsweise eher den Weg dahin. Die Umsetzung, das müssen wir jetzt selber tun. Ich nehme mich gar nicht aus, also ihr auch. Wir beide oder wir alle müssen das zusammen machen und dann umsetzen. Es ist ein wunderschöner Weg zur Freiheit und der Weg der Bewusstheit. Ich freue mich sehr, wenn du jetzt dieses Interview teilst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du Kommentare schreibst. Also wenn du erzählst, wie es dir geht mit dem Thema Bewusstheit, wo gelingt es dir leicht und auch wo kannst du mehr Freiheit spüren in deinem Leben. Abonniere mich doch, das freut mich total, wenn du mich abonnierst, freue ich mich sehr. Und du findest Informationen zu mir selber auch in den Einblendungen. Dann bis zum nächsten Interview, bis bald, eure Bettina.